Hi zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wie ihr sehen könnt, befinden wir uns im Kinderzimmer und der Alex ist da schon fleißig an Kartons aufbauen. Eigentlich wollten wir hier nur mit den Mädels spielen. Wir haben das Schleichschloss aufgebaut und das Schleichtier rausgeholt. Und, ja. Aber wir haben jetzt die Möglichkeit, nutzen wir jetzt doch, um schon mal Sachen wegzuräumen, die Leona nicht so oft spielt im Moment. Wir spielen. Ja. Ich bin hier oben über dich. Hi. Wie deine Hand. Genau, die Oma soll selbst entscheiden. Und dann müssen wir die auch beschriften, die Kartons. Dass sie mit zum Umzug kommen. Und auch alle Spiele am besten einmal reingucken, ob alles da ist, Schatz. Alex meint halt Platz machen, weil die Schränke voll sind. Ja, hier ist. Sie brauchen mehr Stauraum. Genau, die hat keinen Stauraum. Hier, das Spiel des Lebens. Da werden wir bestimmt nicht spielen, oder? Spiel. Ja, aber das kannst du ja mit ins Haus nehmen. Das nehmen wir mit, alles mit ins Haus, nur das, was wir jetzt bis zum Umzug nicht spielen. Ich bin gerade dabei, das Schloss hier aufzubauen, damit das auch bespielt werden kann. Das sind die ganzen Tiere. Das Spiel. Ja, alle ist die Schatztruhe. Die Kiste, wie ihr sehen könnt, da gibt es einiges aufzubauen. Ja. Ich spiele fast gar nichts. Das ist vollständig, das Spiel. Wir müssen echt mal mehr lernen, mehr Spiele zu spielen. Das macht nämlich so Spaß eigentlich. Spiel des Lebens machen wir auch nicht mehr, oder? Aber das ist Spiel des Lebens ist super für Silvester. Das mit dem Seil, was Papa gerade eingepackt hat, das musst du mir mal ab 3. oder 2. Klasse kaufen. Das erste war für mich ein Kinderspiel. Eingepackt, weil ich spiele gerne meistens unextrem. Ja, unextrem gleich. Der erste Karton. Das ist mal noch gesünder als Plastik herzustellen. Leona fragt gerade, warum wir so viel Holzspielzeug kaufen, da werden doch Bäume gefällt. Hast du ein Edding hier? Mama wollte mal gucken, ob hier irgendwo ein Edding ist. Und da ist hier irgendwo auch ein Edding. Spiele. Diese Kapalala, sind alle vollständig oder was? Ja, wir müssen die kontrollieren. Was ist da reingefallen? Und wir machen wieder so ein Chaos hier im Kinderzimmer. Magische Perlenzauber auch weg, ne? Ja, nicht weg, also zum Umzug. Einkaufen. Ich weiß gar nicht, wie weit sie da ist. Das ist ja süß. Kosmos. Das hat sie noch gemacht letztens, ne? Ja, ist noch nicht fertig, ne? Was? Deine Planeten. Was ist hiermit? Das ist, glaube ich, auch oben oder ist das alles hier drin? Ist alles da drin, Schatz. Nein, ist nicht alles drin. Nein, das ist doch auf dem Schrank. Auf dem Schrank? Ich guck mal. Hält mich der Stuhl? Also hier drauf? Oh Gott. Oh mein Gott. Ich hab sie gefunden, das ist schon voll zugestaubt. Also so oft benutze ich es nicht. Ja, das ist jetzt vollständig. Das kann jetzt weggepackt werden. Die muss ich kontrollieren. Das will Leona nicht mehr machen dieses Jahr, hat sie gesagt. Aber hat sie schon angefangen. Wo sind denn die Planeten, Leona? Sind die hier drin? Was macht unsere Frieda da? Mama, bitte. Was machst du denn da? Gib deinem Kind ein paar Eisstäbe und ein paar Gummis und dann kann es spielen. Hat deine jetzt schon zwei fette Kartons mit Spielen? Nee. Oh. Boah, mit links zu schreiben ist auch echt nicht einfach. Und dann schreibe ich auch noch immer drauf, was drin ist, damit man das direkt einordnen kann, Spiele. Wir brauchen viele Regale in Leonas Zimmer. Frieda freut sich über Leonas Schulsachen hier. Bücher können wir auch schon aussortieren. Deswegen machen wir es jetzt auch noch schnell. Eigentlich wollten wir ja gar nicht aufräumen. Doch, nein. In diesem Dezember noch. Das ist ein Zauberkoffer. Nein, gar nichts. Die ist festgetackert, ne? Natürlich, ja. Lichtstoff können wir auch mitnehmen, oder? Ja. Kann man ja schön oben bei ihr in den Spitzboden reinmachen, diese Lichterkette. Oh, wir haben hier noch Seifenblasen zu machen. Seifenblasen! Seifenblasen! Passt doch gar nichts mehr rein, Schatz. Laura Katze Bea. Das ist super cool. Diese Geschichte liebe ich. Super! Anni und das Klassenkind. Kann ein Auge und ein... Und das Klassenkind habe ich sogar für dich. Bildertierlexikon, ich komme in die Schule. Ist ja schon fast
für die Pauline. Spiegel-Bestseller, der ist so gut. Ein Freund wie kein anderer. Das ist so ein tolles Buch. Heule, Eule. Ich zeige euch mal so ein bisschen, was wir so für Bücher haben. Das Gespenst. Kleine Gespenster. Im Film. Die Eule mit der Beule haben wir auch. Tierlexikons geht bei Kindern immer, falls ihr noch keins habt für eure Kinder. Tierlexikon ist wirklich ganz, ganz toll. Wir haben auch den Tieratlas. Der ist auch sehr gut. Weiter geht's. Conny geht in den Kindergarten. Ja, das ist aber mehr ein Buch für dich, oder? So, jetzt sortiere ich einfach nur die Bücher auch nach Alter. Das lasse ich ihr. Das hat der Nikolaus geschenkt, das Weltallbuch. Weihnachtsfest in der Drachenhöhle. Ich so, werde jetzt so ein paar Weihnachtssachen hier lassen. Ich bin erkältet. Wie viele Bücher schon in Umzugkarton kommen. Aber Leon hat sich ihre Liebsten noch aufbewahrt. Das sind die, die jetzt noch übergeblieben sind. Das sind so viele Lesebücher. Und Elmar und Regenbogenfisch, Mondküken und ein Comic musste auch bleiben. Hast du noch oben im Bett welche? Bringen wir alle runter, die in Umzug mitkommen können. Und das sind jetzt Bücher, die kriegen die Pauline und die Frieda. Da ist Leona schon einfach zu groß für. So, das sind die Bücher, die überbleiben und das sind die CDs, die überbleiben. Haben jetzt einfach gesagt, wir machen ein Regal voll, der Rest ist ein Karton. So viel kann die gar nicht hören. Eule mit der Beule. Da, 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 da. So. Leona, komm runter. Du kannst dich nicht mehr davon drücken. Was ist mit den ganzen Tierchen hier? Ja, da spielen wir jetzt noch mit. Ja. Das räume ich gleich wieder ein. Aber lass erstmal. Die Verkleidungskiste. Verkleidungskiste. Lass uns erstmal diese Tüte, die nervt mich schon seit Wochen. So, das tragen die. Das sind so gute Kleider. Also die. Also Klamotten, Verkleidung. Das benutzen die noch, ja. Genau, ich würde sagen, so ein paar zum Verkleiden lassen wir noch. Und den Rest aber nicht alles. Nicht alles, genau. Das ist noch sauber. Das können sie ja. Weg. Die? Weg. Auch weg. Alles Verkleidung, also Umzug. Umzug. Pack doch direkt in die Kiste. Das auch, ne? Nein, damit spielen die noch. Da müssen wir eine Barbie-Kiste machen. Das ist das wirklich mit Themen. Okay, das war's. Nee, warte, wir haben noch hier noch ganz viel. Oh, zwei ganze Kisten, das muss ja auch nicht sein. Oh, hier ist eine Möhre. Eine Möhre? Die haben wir eben gemacht. Das war keine alte Möhre. Das war der Zauberstab, das, ne? Das war ein Zauberstab. Das ist nicht gedacht. Hier auch weg. Eine Silvesterparty. Frieda, ja. Aber den Umhang habe ich doch eigentlich in den Schrank gehangen. Wieso ist denn der jetzt wieder eine Verkleidungskiste? Alle Harry Potter Sachen bleiben. Pauline ist gleitet. Oh mein Gott. Hallo Leute. Halt die Ohren, ey. Kit Noir. Hey, du! Du stehst jetzt endlich auf. Doch, das gibt es Ärger. Noch mehr Puscheln. Das kann alles weg, das war ein Karneval-Kostüm. Jetzt haben wir eine Meerjungfrau und einen kleinen Regenbogen hier. Hübsch. Papa, Mama, blub, blub. Blub, blub. Blub, blub. Eine Sonne bist du, ja. Hi. Cool. Mama, da einmal. Was anmalen? Schminke. Schminke. Ah, wo ist denn die Schminke? Den bauen wir auf, weil die Kinder lieben den Buggy. Hier, Liebtaschenlampe. Ich habe auch schon mal reingeguckt. Ich habe mir die alten Videos angeguckt vom letzten Umzug. Und da hat Pauline gar nichts mehr im Zimmer zu spielen gehabt. Schrecken. Weg. Ja, es bringt nichts, wenn du es einfach dahin schmeißt, Alex. Das gehört zu dem Haus. Das gehört zu dem Haus da hinten. Das können wir auch schon einpacken. Sag mal, redest du mir nach oder was? Das will ich behalten, weil das ist Leonas erste Rassel gewesen. Das benutzen wir jetzt für die Bibi Born zum Spielen. Also das können wir schon einpacken hier. Oh. Alex, dieses Haus hier. Ach, wie süß. Die hat ihre selbstgebastelte Figur hier hingestellt. Wir haben jetzt hier Verkleidungssachen drin, hier sind Anleitungen zum Bauen, hier sind die einzigen Spiele, die übergeblieben sind und das ist alles Lego. Der Rest ist in Kisten. Ah! Au! Und jetzt bin ich hier dabei, den Schreibtisch zu machen. Das ist bei Leona immer wirklich das Schlimmste von allem. Und das war immer schon so ihr Laster, der Schreibtisch. Gut, dass die Kinder jetzt beschäftigt sind alle und spielen. Everybody's been saying that.
that you're up to no good. Everyone has been telling me that you got me hooked. You're playing it. Oh, was hat die hier gebastelt? Oh, weil das auch als Kind gemacht. Blätter genommen im Herbst und dann da drüber gemalt mit Kreide. Dann haben wir diese Schablonen. Auch schon im Rucksack. Ich benutze sie gar nicht so oft. Im Rucksack, ja klar. Also das ist schon, was ich meine. Da kommt Leonas Nähkästchen auch schon mit in den Umzug rein. Die wünsche ich mir vom Christkind eine Nähmaschine. So, 2 Stunden später, 10 Kartons später. Verrückt. Die Frieda malt hier mit einem Filzstift. Sie ist gerade Hände waschen. Und ja, es sieht immer noch irgendwie chaotisch aus. Überall liegen kleine Sachen rum. Ich habe jetzt das Schloss auch eingeräumt und das ist der letzte Karton für heute. Die müssen wir noch in den Keller bringen, das hat Alex noch nicht gemacht, weil der macht gerade Abendessen. Ja, also man sieht jetzt noch alles so ein bisschen chaotisch. Aber wir haben schon mal gepackt. Und das war jetzt nur Leonas Zimmer. Ja, zeig mal deine Hände. Oh nein, was hast du da gemacht? Da rein, ja. So. Hände waschen? Ja. Wieder ganz... Rote Hände, ne, vom Filzstift. Seife. Bitteschön. Guck mal, wir haben hier einen Waschlappen. Bitteschön. Dann gehen wir runter, okay? Ja. Ja. Zimmer aus. Kinderzimmer ausgemistet. Wir haben kaum was weggeschmissen oder aussortiert aus Leonas Zimmer, weil wir es ja zwischendurch immer schon wieder gemacht haben. Das ist das Gute. Und ja, an Paulines Zimmer müssen wir auch noch ran. Aber so ein paar Sachen müssen wir auch zum Spielen lassen. Ich meine, es sind jetzt noch 6 Wochen bis zum Umzug. Oh mein Gott, 6 Wochen nur noch. Ja, ist nicht mehr so lange. Vor allem, weil wir über die Weihnachtstage und so auch gar nicht da sind, sind aber noch eine Woche in der alten Heimat. Dann kriegen wir noch alle eine dicke Erkältung gerade. Wir haben uns alle bei Frieda angesteckt. Abendessen? Super. Fertig. Ich habe übrigens nur Leggings an. Ah, langsam. Frieda kommt auch zum Spielen. Wir bauen eine Höhle. Eine Höhle bauen. Will Frieda mitmachen? Du hast eine Tour, Elsa. Oh, Papa hat hier schon den Tisch gedeckt. Ja, ich helfe Papa mal beim Essen machen. Papa räumt hier unten auf. Oh, ist das hier schön gesaugt. Klasse mit dem Robby. Weil so viele fragen, wie wir es machen mit dem neuen Haus und so viel putzen. Wir haben uns Unterstützung geholt. Und das ist die schon weggesaugt. Und das ist die größte Unterstützung. Ich habe noch mal 3 Kartons. Was? Und ich bin immer noch nicht fertig, aber ich habe auch keinen. Ich brauche deine Hilfe. Hier ist meine selbstgemachte Tomatenbutter, Kräuterbutter von gestern Abend noch vom Griechen Oliven und Peperoni. Da hat der Papa hier noch ein bisschen Apfel geschnitten, Schneckebrot gemacht. Oh, ich muss auch Abluft hier anmachen, Schatz, ne? So. Ja, wir sind da fertig für heute. Ich hoffe, ich habe genug Material gesammelt. Das war einiges zum Ausmisten. Ich bin voll kaputt, weil ich auch erkältet bin. Ich werde krank. Boah, ich auch. Es ist lange. Ich bin wieder so schlapp. So, ich würde sagen, bis demnächst. Tschüss. Tschüss.